Gut, dann gehen wir mal hier rein. Ah, Bumerang. Da fehlt uns noch eine Kachel. Und dann holen wir erstmal mit dem Bumerang den Schmetterlingsnetz zu uns. Jawohl. Und machen jetzt erstmal das schöne Wimmelbild. Ein Akkordeon, das ist dort. Eine Kachel. Ist dort. Ein Stiefel. Das klare Teichwasser täuscht über die Tiefe hinweg. Ich kann einige Gegenstände auf dem Grund erkennen, aber nicht erreichen. Ja, dafür brauchen wir das Schmetterlingsnetz. Eine Taschenuhr, die ist auch im Wasser. Ein Vorhängeschloss. Das ist dort. Boah, die Geister hier. Ist ja schon ein bisschen unheimlich. Ein Sporn. Da oben. Eine Taschenlampe. Die ist da. Eine Krawatte. Ist dort. Ein Geldbeutel. Nee, das waren die Handschuhe. Ah nee, das ist eine Puppe. Sehe ich jetzt erst. Das war vielleicht ein Geldbeutel? Ja. Ein Propeller. Der ist da. Und ein Spazierstock. Also die Geister, die machen mich hier ein bisschen kirre. Da ist der Spazierstock. Du hast alle versteckten Hinweise in der Szene gefunden. Achso, ja. Ja. Wir haben halt einen Gegenstand bekommen. Die letzte Seele verweilt in einem Holzpalast. Nur durch Flammen können die Fesseln gelöst werden. Oh, okay. Nur durch Flammen. Okay. Und das wird bis Ende des Spiels so sein, dass oben in der Mitte immer das Ziel immer steht. Befreit die letzte gefangene Seele. Ja. Und da ist der Sarg. Und jetzt müssen wir ein Rätsel machen. Vertausche die Kacheln, bis das Bild komplett ist. Klicke mit der linken Maustaste, um Kacheln zu tauschen und mit der rechten Maus sie zu drehen. Alles klar. So, das kommt da schon mal hin. Ja, dann wird es nämlich farbig und dann kommt so ein Ton, dass das halt richtig ist. Ich glaube, das kommt dahin. Nein. Das muss, glaube ich, gedreht werden. Nee, auch nicht. Okay. Oder kommt das da hin? Ja, ah ja, okay. Ein Drache, cool. Die ganzen Auszeichnungen, die werde ich euch am Ende des Spiels zeigen. Ein Drachenring. Dieser Ring mit dem merkwürdigen keltischen Drachen wurde seit Jahrhunderten aufbewahrt. Er muss sehr wertvoll sein oder einem wichtigen Zweck dienen. Ja, ich glaube das zweite eher. Ah, ich glaube, mit dem Messer können wir das aufschneiden. Jawohl. Ah ja, da ist der Drache. Also, beziehungsweise das sogenannte keltische Symbol. Und wir haben ja einen Drachenring. Mal gucken, was passiert, wenn wir den einsetzen. Unglaublich, ich habe den Ring auf die Eiche gelegt. Daraufhin bereitete sich eine schreckliche Dunstglocke über der Kapelle aus. Getraue ich mich, die blutenden Narben des Baums zu betrachten? Ja, wir sind ja kein Feigling. Natürlich haben wir Mut. Die Narben des Baumes ergeben eine Monsterfratze. Ich muss den bösen Geist des Baums austreiben, um die letzte Seele zu befreien. Und dafür brauchen wir wahrscheinlich den vollen Benzinkanister. Und dann das Feuer. Jo. Und somit haben wir die letzte gefangene Seele befreit. Aber erst gleich, denn jetzt dürfen wir erstmal wieder ein Wimmelbild machen. Ein Hufeisen brauchen wir. Das ist dort. Ein Monokel. Das ist dort. Eine Pistole. Pistole, wo bist du?
Ja, schönes Chaos hier, auf jeden Fall. Ich sehe hier keine Pistole. Nö, tut mir leid. Die sehe ich jetzt hier erstmal nicht. Eine Schere, ja, die habe ich schon gesehen. Die ist da. Ein Schwert. Ach, da oben ist die Pistole. Oh. Manchmal bin ich echt ein bisschen blind. Ein Schwert, das ist da. Ein Rädchen. Ich glaube, das ist da oben. Jawohl. Eine Pfeife, die habe ich auch schon gesehen. Zwei Engel, die habe ich auch schon gesehen. Einer ist da und der zweite ist da oben. Ein Maßband, das habe ich auch schon gesehen. Ein gehörter Gott ist hier eingezeichnet. Eine Krone. Eine Krone. Aha. Ach, da oben, ganz, da unten, ganz klein. Und ein Rad dort. Perfekt. Okay. Und da haben wir, jetzt haben wir den Geist befreit. Die Vergangenheit ist ein Traum, das jetzt täuscht und Dunkelheit hängt über dem Horizont. Dein Pfad, oh du Unglückliche, führt dich durch kalte Grüfte der Götter alter Zeiten. Ach, der Baumgeist hier. Oder Seele, die jetzt befreit ist. Geh in die Kapelle. Okay. So, Info. Bringe die Symbole vom kleinsten zum größten in die richtige Reihenfolge. Klicke auf die Pfeile, um die Räder zu drehen. Also vom kleinen zum größten. Und hier sind die Hinweise. Okay, das kleinste wird wohl... Ah, man achte auf die Buchstaben. Okay, ich glaube... Das X beginnt zuerst. Also so verstehe ich das jetzt. So. Dann kommt der Pfeil. Danach kommt das B. Und dann das F, glaube ich. Ja, richtig. Super. Kapellentür. Ich weiß, dass ein Großteil der Kapelle vor langer Zeit zerstört wurde. Aber sie sieht nicht gerade wie eine Touristenattraktion aus. Nee. Wow. Okay, wir sind nicht alleine. Das Gitter ist zu. Und da ist ein Wasserhahn. Oh nein, das Tor ist hinter mir zugefallen. Wie gelange ich hier heraus? Ich muss einen anderen Weg nach draußen finden. Jupp. In diesem Schloss fehlt etwas. Das Schloss ist mit der Zeit verrostet. Ja, und süß. Dieser Brunnen ist schon eine Weile trocken, aber vielleicht kann ich ihn wieder zum Laufen bringen. Mit Hilfe des Wasserhahns. Jo. Verbinde die Rohre, um das Wassersystem des Brunnens wieder herzustellen. Klicke mit der linken Maustaste auf die Röhre. Ne, Rohre steht da, um sie zu drehen. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Also, ich gehe von unten nach oben, versuche ich es mal. So welche Rätsel liebe ich auch, ey. Ja, bin gleich da. Jawohl. Das war nicht schwer, das Rätsel. So, und jetzt? Ah, haben wir dadurch schon wieder ein Wimmelbild freigeschaltet. Sehr schön. Ein Stiefel. Brauchen wir da ein Prisma? Oh Gott, ein Prisma. Ich glaube, das. Nee, das ist, glaube ich, die Schriftrolle, ne? Ja, ist die Schriftrolle. Wo ist denn ein Prisma hier? Gute Frage. Nächste Frage.
Charisma. Ist das das hier vielleicht? Ja. Eine Steinrose, die habe ich auch schon gesehen. Ein Ziffernblatt, das ist da. Drei Schlüssel. Einer ist da an der Leiter. Der zweite hält die Eule fest. Auch gut. Und der dritte Schlüssel ist wo? Gute Frage. Ach, da hängt der. Ein Degen. Oh, ein Degen. Da muss ich jetzt ein bisschen gucken. Nee, das ist hier eine Schaufel. Was passiert da denn? Nee. Sehe ich jetzt erstmal nirgendwo ein Degen. Tut mir leid. Drei Eidechsen. Ja, eine ist da, die zweite ist dort und die dritte ist dort. Ein Schraubenschlüssel, den habe ich auch schon gesehen. Eine Zange, die habe ich auch schon gesehen. Ein Ruder habe ich auch schon gesehen. Eine Maske habe ich gesehen. Aber wo ist jetzt der Degen? Hä? What the fuck, ey? Ist das das da vielleicht? Ach Gottchen, deswegen habe ich das jetzt nicht gesehen. Und da haben wir ein Prisma erhalten, okay. Da fehlt ein Schlüssel. Oh, lieber Himmel, jetzt habe ich wirklich Angst. Etwas Teuflisches geht hier vor sich. Ich muss den Wahnsinnigen finden, der hinter diesem schrecklichen Ritual steckt, bevor er jemand anderen umbringt, mich eingeschlossen. Oh ja, die sind alle erfroren. Die Schweine. Eine Kugel. Eins von drei. Yay, wer hätte es gedacht? Es befindet sich etwas unter dem Eis, was du nicht sagst. Ich muss das Eis schmelzen, um den Schlüssel nehmen zu können. Hilft da vielleicht das Feuerzeug? Der Effekt davon ist zu gering. Ich benötige stärkere Hitzequelle. Okay. Okay, hier scheint die Sonne. Vielleicht hilft der Sonnenstrahl. Ah ja, dafür brauche ich das Prisma. Und wir dürfen wieder ein Rätsel machen. Richte die Prismen so aus, dass alle Strahlen gelb sind. Du kannst jeweils nur ein Prisma auf einen Strahl ablegen. Mhm. Also brauchen wir eventuell nicht alle Prismen. Also so verstehe ich das jetzt. Oder brauchen wir doch alle? Da, jawohl. Drei, ja, nee, oder? Doch, da brauche ich ja auch noch einen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir alle benötigen. Okay. Dann halt so. Ja, okay, gut. Die Reflexion der Prismen erscheint auf die arme Frau. Ja, toll. Statt jetzt die komplette Frau enttaucht wird, nein, nur der Schlüssel. Wow. Okay, alles gut.